Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Wir spielen Bereichssichern auf Herford Base. Ich möchte mal endlich wieder Flugzeug spielen, verdammte Axt. Mr. Currywurst. Ah, könnte man eine Chance haben. Oh Gott, ey. Das Spiel macht mich im Moment so fertig, das klappt ja gar nicht. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Oh, ich bin ja gar kein Wirt. Schutzplatten werden eingesetzt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Natürlich wurde ich entdeckt. Rennen sie alle. Da hinten rennen sie alle. Ha, ich hab euch alle. Ich hab euch. Wieso hab ich das? Ich hab doch den Feind gescannt. Warum werden die mir nicht angezeigt, was das für Klassen sind? Ziel gefunden. Zweite Etage. Ich bin. Alter, was ballert der? Der Panzer dabei? Was geht denn hier gerade ab? Da haben sie die Granate reingeworfen. Komische Waffe. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Geh von der Tür weg! Geh nach rechts! Idiot. Das hätte ich aber cool angehört mit der. Alle Kameras tot. Die Gegner sichern den Behälter. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Die Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Alter! Jetzt rasiert er aber. Da steht sie doch hinter dir! Biogefahrgutbehälter. Sofort ein. Oh! Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Nur noch Sicherung des Biogefahrgutbehälters.
Fahrgutbehälters unterbrochen. Alter Schwede! What the fuck? Ernsthaft, Junge? Ach, deswegen spielen die Leute so gerne, weil der ja nur die SMG hat. Alter Schwede. Ist einfach mal an der Esch vorbeigelaufen. Das war eine coole Aktion. Junge. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Land wurde verstärkt. Punkte gemacht. Wenigstens mache ich ein paar Punkte. Wen habe ich eigentlich? Ach, Termit. 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Ziele entdeckt. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ich will mal so runterjumpen. Ich würde mal gerne wissen, ob es irgendwie in letzter Zeit wieder ein Patch gab. Also irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch vor im Moment. Drohne bereit. Runtergefallen. Nein. Ich bin runtergefallen. Hast du mich wieder gestellt? Danke dir. Anders. Spezielle Ladung! Abstand halten! So denn? Alter, ey, was war das denn gerade für eine Scheiße? Wo war denn der? Der war da draußen. Ach, der war im Nachbarraum. Okay. Ich habe echt Hoffnung gehabt, dann ist er natürlich eher schon reingerannt, dass er da in der Ecke sitzt irgendwo. Der Semper Fidelity, der ist echt gut. Alter, das war die geilste Szene, die ich je gesehen habe mit der Eschwin. Ich sehe es gerade nochmal in der Wiederholung, der ist im Nachbarraum tatsächlich gewesen. Krass, was das für ein Delay ist. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Einen wirklichen Schutz. Wir sind einsatzbereit. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gerät wurde platziert.
da aufgemacht. Na, komm her. Was denn? Ne? Es bleiben noch 10 Sekunden. Passiert. Noch 5 Sekunden. Aber machen wir mal die Segmente zu. Du schaffst den Biogutbehälter um jeden Preis. Soll ich mal gucken, ob. Jetzt funktioniert's. Ja, da auch nicht. Ich scanne die doch. Warum werden die nicht identifiziert? Verstehe ich manchmal nicht. Lieber aus der Schussbank gehen. Nur das Glück, meine eigenen Leute zu töten. Okay, der Typ ist gut. Ich bleib lieber mal hier unten. Sorry, aber ich verstecke mich hier. Ich ganz ehrlich. Ich verkämpfe mich hier im Raum. Letzter verbleibender Gegner. Das war meiner, der da runtergesprungen ist. Schießt du denn? Er hat ja nur 3 Einstiegspunkte. Die Treppe, rechts. Ah, fuck. Gegner eliminiert, Mission erfolgt. Fuck! Oh, das war dumm gerade von mir. Als ich genau in dem Moment mit der Waffe weg bin. Ja, toll, aber wir haben wenigstens gewonnen, auch wenn ich nur wahrscheinlich 1 Kill oder so habe. Ja, 1 Kill, trotzdem erster. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Oh, wir haben sogar noch 2 Herausforderungen gewonnen. Yay. Also, vielen Dank, bis morgen. Ciao.